Wir sind hier in Rapperswil-Jona auf dem Fischmeerplatz. Ich bin Major Sandro Keller, ich bin der Kommandant des mechanisierten Bataillon 14 und wir machen hier heute unsere Standardübernahme. Das ist der offizielle Auftakt zum WK von diesem Jahr, wo wir im Raum Bündnerland, Glarus und St. Gallen dürfen durchführen. Und heute kommen alle Soldaten und Kader hier zusammen. Wir übernehmen die historische Zeremonie, wir übernehmen unsere Standarten, gibt Ansprachen. Referenten sind der Nationalrat Marcel Dobler, der Sportchef der Lakers, der Yannick Steinmann und der Brigadekommandant Gregor Metzler. Es geht etwa eine Stunde und nachher verschieben die Kompanien auf ihre dezentralen Ausbildungsplätze und starten mit dem Ausbildung. Geschätzter Sportchef in Vertretung vom Stadtpräsident, geschätzter Brigadier Gregor Metzler und vor allem geschätzte ADA, geschätzte Soldaten und Kader vom mechanisierten Bataillon 14 und an diesem Platz auch von Herzen geschätzte Rapperswiler, geschätzte Mitbürgerinnen, geschätzte Mitbürger, herzlich willkommen zur Standartenübernahme vom MechBab 14. Wir starten heute, da und jetzt in WK 2022. Nicht in einer Kaserne, nicht irgendwo auf einem Schiessplatz und erst recht nicht irgendwo in einem Zeughaus. Sondern wir starten da im Herzen dieser wunderschönen Stadt Rapperswil, inmitten von unserer Bevölkerung. Weil für das sind wir da, für das nehmen wir die Entbehrungen auf uns und für das sind wir 3 bis 4 Wochen weg von unserem zivilen Umfeld. Wir machen das für Land und Bevölkerung. Marcel Dobla, jetzt der Weg fängt jetzt an für die jungen Herren und Damen. Was geben Sie ihnen mit auf den Weg? Das Wichtigste an einem WK ist, dass man eben trainiert. Oder nur wenn man trainiert und regelmäßig etwas wiederholt, wird man besser. Und das ist eben genau wichtig im Umgang mit diesen Geräten. Die Kameradschaft ist wichtig. Und manchmal muss man auch stärken. Darum wird es sicher spannend die nächsten 3 Wochen. Sehr geehrter Herr Brigadier, sehr geehrter Herr Bataillonskommandant, liebe Offizier, Armeeangehörige und Kameraden, euch ist sicher schon aufgefallen, es ist extrem schön hier und so ist es fast immer in Rapperswil-Jona. Heute Morgen hat sogar Patrouille Suisse ihren Einsatz gehabt. Ich dachte, hey, das ist eine Wahnsinnsorganisation, aber ich habe mir leider vorher sagen lassen, es ist nur Zufall. Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr Dienst leistet. Viel Erfolg! Kein Unfall, gute Kameradschaft und dass wir mit dem, was wir haben, möglichst das Beste rausholen. Und dann können wir, wenn wir nach dem Weg zurückgehen ins Zivile, in den Spiegel schauen und können all denen, die uns diffamieren und uns mit grünen Ferien belustigen, können sagen, weißt du was? Ich habe trainiert, ich habe meine Zeit eingesetzt, ich habe geschwitzt oder gefroren oder bin nass geworden und ich habe das gemacht für dich, damit du im Büro kannst bleiben. Und wenn wir so in den Spiegel schauen,
Dann melde ich dann am Brigadier, Auftrag erfüllt. Das ist ein schönes Bild. Beere weg, Helm auf!